Die Spannung ist groß und die Vorfreude auch. Die weibliche A-Jugend der HSG Blomberg-Lippe nimmt am Final Four in der Alsterdorfer Sporthalle zu Hamburg teil. Im Vorfeld haben wir HSG-Kreisläuferin Kaya Ziegenbein im idyllisch gelegenen Bellenberg besucht. Sie ist gerade dem Abi-Stress entronnen. Ich gehe auf das Gymnasium Hornbad Meinberg und habe jetzt am Dienstag meine letzte Abiturprüfung absolviert und bin jetzt fertig mit den 4 Abiturprüfungen und muss jetzt einen Monat warten, bis die Ergebnisse feststehen und dann weiß ich auch, was da für ein Abiturschnitt bei rumgekommen ist. Kaya, Abi passé, das Final Four steht an. Wie sind deine Erwartungen? Ja, auf jeden Fall liegt jetzt der Fokus ganz auf dem Final Four in Hamburg und ja, ich bin immer wieder aufgeregt, auch wenn das jetzt meine dritte Teilnahme ist, ist es immer was Besonderes, unter den 4 besten Mannschaften Deutschlands zu sein. Und ja, ich freue mich drauf und ich hoffe, wir können da einiges reißen. Jetzt geht's auf nach Hamburg. Gegner ist am Freitag um 13 Uhr der Buxtehuder SV. Und vielleicht winkt dann am Samstag das Finale. Die LZ ist live dabei. Wir drücken die Daumen.